Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hex. Das letzte Mal sind wir stehen geblieben bei den Decks, beziehungsweise beim Bau des ersten eigenen Decks. Mein Problem damals war, was ich mittlerweile rausgefunden habe, mein Problem halt war, ich war zu übereifrig. Ich habe mir natürlich erstmal ja schön angeguckt, Karten, Decks ein bisschen. Schön Karten angeguckt und dann hier halt die ganzen Gedönses. Dann habe ich mir schon mal alles so angeguckt und ein Deck zusammengebastelt. Hab's auch halt schön gespeichert. Und dann ist mir aufgefallen, ja, laden. Vielleicht gibt's ja wie bei DevPro ein paar, ja, ich sag mal Deckrohlinge oder so, weil sich von Anfang an ein neues Deck aufzubauen, ist ja nun mal nicht einfach, besonders wenn man das Spiel nicht kennt. Da bin ich auf Laden gegangen und habe gesehen, oh, guck mal, es gibt ja schon ein paar Decks. Ein paar vorgebaute Decks. Da bin ich mir wirklich im Nachhinein etwas doof vorgekommen. Aber auf jeden Fall, wir können uns das Ganze ja mal erstmal angucken, was es so schon mal für vorgebaute Decks gibt. Und da sieht man hier zum Beispiel die Kombination Diamant und Wildnis. Jetzt muss ich erstmal gucken, die waren alle mal Zwerge. Das war, glaube ich, Rubin und Saphir. Und natürlich hat, ähnlich wie bei Yu-Gi-Oh! Nur halt nicht nach Farben sortiert, hier jede Farbe ihre wirklich eigene Spezialisierung, beziehungsweise ihr Hauptaugenmerk. Jetzt muss ich mal gucken. Ich weiß jetzt gar nicht, gibt es da so eine Kombination? Weil ich habe mir zu den einzelnen Elementen von der Seite rausgesucht, wie die halt beschrieben werden. Beziehungsweise, was sie halt nach eigenen Aussagen des Spiels und der Lore halt, was die halt für, Eigenschaften haben, sage ich jetzt mal. Ich gucke gerade mal, weil ich so schlau war und das vorher nicht sortiert habe, nach den Decks hier, die sind, oder die halt vorgegeben sind. Ich muss erst mal gucken jetzt, ob es hier so eine Kombination gibt. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Weil die erste Kombination, die ich halt, beziehungsweise es gibt hier keine reinen Themendecks. Was momentan, ich weiß nicht, ob es später schlauer ist, auf reine Themendecks zu gehen, aber momentan ist es halt quasi gar nicht möglich, ein reines Themendeck zu machen. Also ein Splitterdeck, weil es halt einfach nicht genug Karten am Start gibt. So. Und ja, die Kombination, wie man sieht, ist hier halt Blut und Wildnis. Und zu den Blutsplittern gab es da halt folgendes. Also ich lese jetzt hier mal nur kurz den Abschnitt vor, der halt am aussagekräftigsten war. Blut ist die Essenz verdorbener und unnatürlicher Magie. Blutmagie kann daher wie folgende pervertierte Effekte hervorrufen. Das Quälen und Strafen des Gegners. Das Abwerfen seiner Karten, die Zerstörung seiner Einheiten sowie die Verwandlung seiner toten Einheiten in Zombies. Sobald sich die Blutmagie einmal verbreitet hat, wirkt sie sich wie ein Gift aus, das alles verwelken lässt, mit dem es in Berührung kommt. Ja, also, ich weiß jetzt nicht, ob man das aus dem Tutorial so gut gesehen hat. Auf jeden Fall, hier zum Beispiel eine Schwächung von minus 1 je Wert. Hier, was haben wir hier, wenn diese Karte ausgespielt wird, Gegner für Champion eine Karte von der Hand abwerfen. Und eine Einheit minus 2-2. Gut, hier Flug ist jetzt nicht so wirklich was Besonderes. Was haben wir hier unten noch? Tödlich. Jeglicher Schaden, der einer Einheit von dieser Karte zugeführt wird, ist tödlich. Also Instant Kill quasi. Mit 1-1 Selbstmörder. Also, was warst du jetzt hier? Aufladung erhält diese Karte. Unblockbar, ja. Wie gesagt, aus dem Tutorial wird man halt auch gesehen haben, dass die Blutmagie auch solche lustigen Sachen wie Vampir hatte. Boah, jetzt muss ich mal gucken, hier war es, glaube ich, genau, Lebensentzug.
beziehungsweise halt der Vampir hatte da Lebensentzug. Und das ist halt meiner Meinung nach wahrscheinlich das Haupt, also beziehungsweise neben den Schwächungen und dem Abwerfen, das Interessanteste an den Karten. Aber wie gesagt, ich kenne mich halt auch nicht aus damit. Aber ich kann mir so vorstellen, dass es mit ziemlicher Sicherheit, wenn man ein reines Blutdeck bauen würde, extrem auf Lebensentzug, Schwächen und ja, Kartendezimierung beim Gegner gehen würde. Also sozusagen aus dem Schaden, den man dem Gegner zufügt, selber noch Leben kreieren, damit man möglichst lange durchhält. Und da haben wir jetzt hier in dem Deck ja noch die Kombination mit dem Wildnissplitter, beziehungsweise halt Wildnis an sich. Und dazu gab's, spielt man mit Wildnismagie, herrscht man über die Gewalt der Natur, indem man Kreaturen der Wildnis einsetzt. Diese wachsen lässt, neues Leben erzeugt und bestehendes Leben verlängert. Man kann so nicht nur Karten ins Spiel bringen, sondern diese auch. Entschuldigung. Sondern diese auch auf der Spielfläche vervielfältigen. Solche Karten können mit einem selbst zugutekommen oder im Gegenzug zum Gegner verschoben werden. Sie landen entweder in seinem Deck, auf seiner Hand oder direkt auf dem Ablagestapel. Ja, wird man jetzt dann wahrscheinlich schon gemerkt haben, Natur ist wahrscheinlich so das Buff-Thema. Gut, ja, sieht man jetzt hier halt auch schon. Plus 1-1 für eine bestimmte Art von Kreaturen. Was haben wir hier? Eine weitere von dir kontrollierte. Schaffe einen Kampfmagier. Kampfmagier sind Einheiten zum Blocken. Wie gesagt, vervielfältigen. Hatten wir ja auch schon. So. Wieder plus 1-1. Die ausspielt hier eine Karte. Ja, eigene Karten vervielfältigen. Diese Karte ausgespielt wird. Schaffe zwei Kampfspringer. Ja, doch die wieder. Ja, halt auch wieder vervielfältigen. Zermalm. Blockende Einheiten. Mehrtägige Gefechtsschaden. Also Def-Durchschlag. Gut, das ist jetzt da nicht so wirklich. Halt, aber buffen und vervielfältigen. Hier auch wieder plus 2. Und hier Himmelswächter und plus 1, plus 3. Himmelswächter ist halt das auch, dass man fliegende Kreaturen halt blocken kann, ohne dass die Kreatur selbst fliegen kann. Also, ja. Und da sieht man halt, Natur ist halt sozusagen das eigene Zeug vermehren, also swarmen und halt buffen. Und Blutmagie ist halt Heal und Debuffs beim Gegner, also die Werte runtersetzen. Bei Sicherheit mit Buffs hochsetzen. Und das macht das Deck jetzt hier an sich eigentlich schon ziemlich interessant, weil wir setzen nicht nur beim Gegner runter, sondern setzen unsere Viecher gleichzeitig noch hoch, was halt den Kräfteunterschied dann doch enorm hervorhebt. Was halt auch schon eher so eine Art Angriffsthema sein wird. Also beziehungsweise bei Yu-Gi-Oh! Wäre es halt mit den. Ja, ich schätze mal, Büroboter ist ein relativ gutes Beispiel, was man nehmen kann, weil die halt auch aus ganz vielen kleinen Sachen, also beziehungsweise aus ein paar Karten, halt richtig viele Monster machen, die dann durch ihr Zusammenspiel halt auch massiv viele Punkte dann haben am Ende. So, müssen wir nochmal gucken, was kommt als nächstes. Oh, wo waren das jetzt? Das hatten wir, glaube ich, auch schon, oder hatten wir das schon? Das hier war es, glaube ich, nicht. Als nächstes suchen wir nämlich Diamant und Rubin. Das könnten Orks gewesen sein. Waren das Orks? Ne, das ist Blut. Wie gesagt, es gibt auch einzelne Hintergrundgeschichten zu dem Ganzen. Waren das die? Ich weiß es gar nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Kombination alle gab. Es ist halt nur die Frage, sie zu finden am Ende. Menschen. Nein. Nekromanten war es auch nicht. Was war es dann jetzt? Ich weiß gar nicht, gab es das überhaupt? Es gibt ja halt massiv viele Zweierkombinationen. Gut, nee, egal. Auf jeden Fall dann Diamant Wildnis. Wildnis hatten wir ja gerade. Ist halt auch wieder zum Buffen. Und zum Thema Diamant.
Da steht halt hier, viele Diamantkarten gebieten dem Gegner Einhalt oder befrieden seine Aggressionen. Sie sind somit bestens für das defensive Gefecht geeignet. Also aufpassen, wenn dein Gegner auf Diamanten setzt und noch Ressourcen übrig hat. Die Spielweise des Diamanten umfasst folgende Effekte: Heilen, und das steht jetzt hier so wirklich als ein Stichpunkt da, den Gegner verlangsamende, blockende Einheiten. Was soll wahrscheinlich heißen, den Gegner verlangsamen, Komma, blockende Einheiten. Also, ja, ausblocken. Dann halt noch Kampftricks und das Ausschalten gegnerischer Einheiten. Also, Diamant halt eher so die Defer-Fraktion wahrscheinlich. Was in Kombination mit dem eigenen Werten hochsetzen halt auch wieder extrem nützlich sein kann, weil man dann Kreaturen schaffen kann, die. Gut, das ist jetzt auch eher mehr hochsetzen, aber es sind halt Schnellaktionen, die können halt dafür sorgen, dass der Gegner halt auch ziemlich schnell an seinem Vormarsch gehindert wird und seine Kreaturen dann verliert, wenn man geblockt hat. Ja. Heilen. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so bei Diamant mit drinne ist. Vielleicht ein bisschen, aber ausgespielt, er hätte die nächste Einheit der Gelähmtsentzug. Ja, gut, hier ein bisschen heilen. Kommt halt auch wieder drauf an, weil es gibt ja auch bei den Diamanten verschiedene Typen. Die Coyotl, keine Ahnung, ich hoffe mal, ich spreche das jetzt richtig aus. Wie man sieht, hier so eher fuchsähnlich. Dann gibt es ja allerdings zum Beispiel noch hier eher die Menschen, die halt hauptsächlich dann auf Heilen gehen, oder? Also hier, das ist ein Buff. Der macht auch einen Buff. Ich weiß gar nicht, ich. Auf jeden Fall, ja, nur wirklich so viel massiv heilen, ist halt auch fraglich. Allerdings, wie gesagt, ist er, also laut Beschreibung eher so ein Death-System. Und da kann man halt auch schon viele lustige Sachen machen. Man kann zum Beispiel auch massiv mit Diamant und Blut darauf gehen, sich selbst zu heilen und dem Gegner mit Lebensentzug Schaden zuzufügen und gleichzeitig sich weiter zu heilen. Beziehungsweise mit Diamant Heilung und Eigenbuffs, beziehungsweise Eigen-Push. Und dann halt beim Gegner mit Lebensentzug nicht nur mehr Schaden machen, sondern sich gleichzeitig auch noch mehr heilen. Kann man, wie es aussieht, viele verschiedene Sachen machen. So, und dann kam noch Rubin und Saphir. Das war bei den Zwergen. Das habe ich mir letztens noch gemerkt. Die haben halt auch hier mit Artefakte mit drinne. Aber ist halt das Beste. Beziehungsweise Artefakte sind halt interessant, weil man die halt wirklich überall spielen kann, weil die keine Schwellenwerte haben. Die brauchen halt keinen spezifischen Splitter. Oder keine spezifische Splitteranzahl, wie hier zum Beispiel Rubin. Mindestens, also Schwellenwert 1. Habe ich halt auch noch gesehen, dass die Schwellenwerte ja anscheinend an der Seite angezeigt werden. Weil hier zum Beispiel Schwellenwert 2, also brauchst mindestens 2 Saphire. Und ich weiß jetzt nicht, wie effektiv das ist, wenn man 2 oder 3 oder mehr verschiedene, also mehr als 2 Splitterarten im Deck hat und die halt irgendwie versucht zu kombinieren. Aber einige von euch werden ja bestimmt schon mehr Erfahrung damit haben, weil es sieht halt auch interessant aus und ist halt, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es halt noch andere Alternativen, beziehungsweise viele von euch werden vielleicht nach Hearthstone spielen. Aber ja, Hearthstone ist halt auch wieder so ein Ding. Auf jeden Fall, als erstes Rubin. Um mal hier kurz noch beim Thema zu bleiben. Bei Rubin steht halt, der Rubin ist der Stein des Feuers, der Raserei und der Aggression. Rubineinheiten bekämpfen den gegnerischen Champion so schnell wie möglich, indem sie eine Vielzahl von Aktionen dem ersten Ansturm nachsetzen, um so den Feind mit direkten Schaden auszuschalten. Also klingt jetzt so, dass halt viele low-stufige Monster sind, die schnell angreifen können und dann danach halt hauptsächlich Burner-Damage kommt, also irgendwie Effektschaden oder sowas. Und hier sieht man halt auch, wenn diese Karte ausgespielt wird, darf eine Einheit deiner Wahl einen Schaden zufügen. Also kann auch einen kleinen mit einem Leben wegpusten. Eine Einheit deiner Wahl erhält plus 1 Angriff und Erstschlag, also kann sofort angreifen, beziehungsweise macht zuerst Schaden.
Weil Erstschlag ist ja diese Karte, verursacht Gefechtsschaden vor Einheiten ohne Erstschlag. Ich habe es bis jetzt im Spiel noch nicht gesehen, beziehungsweise im Tutorial. Ich habe davor nur ein Spiel gemacht, um zu testen. Und da habe ich bedauerlicherweise verloren, weil ich mich super schlau angestellt habe. Auf jeden Fall hatte ich da halt nichts mit Erstschlag und da war es halt so, oder beziehungsweise ich vermute mal, das ist so, wenn deine Kreatur Erstschlag hat und der Gegner nicht, kannst du auch, also wenn zum Beispiel deine Einheit 2 Angriff und ein Leben hat und der Gegner hat 1-1 und du hast Erstschlag, dass deine Kreatur den Gegner zuerst besiegen kann, beziehungsweise zuerst Schaden zufügt und ihn vernichtet, bevor deine Einheit angegriffen wird. Das bedeutet, auch wenn er dich blocken sollte, überlebt deine Kreatur halt. So schätze ich das jetzt einfach mal. So, was haben wir hier noch? Artefakte, jedem Champion einen Schaden zu, also Burner Damage wieder. Und hier halt einen etwas stärkeren Angreifer. Und in Kombination, also es gibt halt auch noch jede Menge Plot dazu, den man sich zu den einzelnen Rassen durchlesen kann, weil, wie man jetzt hier sieht, es gibt zum Beispiel Zwerge, es gab Orks, es gab, was haben wir hier, mit dem Verschlinger, Elemente oder Elementare gibt es, ganz normale Kreaturen. Mal kurz gucken, was gab es noch hier? Shinhare, also ich schätze mal so Hasen, würde ich jetzt auch aus dem Bild schlussfolgern. Und ja, hier auch scheint so eine Art Hasenvolk zu sein. Das ist dasselbe. Dann gibt es halt irgendwie noch hier Wennen. Das scheint so spinnenartige Kreaturen zu sein. Also es gibt hier auf jeden Fall ähnlich wie bei Yu-Gi-Oh! Auch jede Menge Typen. Bloß, dass hier die Typen sogar noch eigene ja, Stories, eigene Hintergrundplots haben. Weil die halt auch so eine Art ja, RPG Teil mit reinbringen wollten. Was jetzt allerdings zumindest im Tutorial ein bisschen rübergekommen ist, wie sich das später dann halt im Spiel dann ausarten wird, das müssen wir erst noch sehen. Aber zurück jetzt erstmal nochmal zu den Kartentypen. Da haben wir nämlich noch Saphir, also das schöne Blaue. Und da steht hier dazu: Saphire sind Steine des Betrugs. Sie ermöglichen den Einsatz von Aktionen, die dem Spieler den Weg zum Sieg ebnen. Sie bewirken das Ziehen von Karten, die Manipulation feindlicher Einheiten, das Unterbrechen von Karten und das Dezimieren des gegnerischen Decks. Die meisten Saphir-Einheiten sind etwas schwächer als Einheiten anderer Splitter, was sie jedoch mit ihren Fähigkeiten und Attributen wieder ausgleichen. Saphirsteine arbeiten zusammen, um als Ganze stärker als die Summe ihrer Einzelteile zu sein und das Spiel so auf einzigartige Weise zu beeinflussen. Ja, wie man halt das Hauptaugenmerk, beziehungsweise das Auffälligste war halt Karten ziehen, wie man halt ihr Champion kann man zwei Karten ziehen dann. Betrug und Täuschung und solche Sachen. Ja, wie das jetzt sich ausartet, wäre keine Ahnung, so genau diese Karte ausgespielt wird. Dann jetzt hier eine Karte. Gut, für jedes Artefakt eine Karte ziehen, also halt auch wieder Draw. Schöne Aktion, dann 1-1 und Fliegen, also sozusagen dann die Death vom Gegner umgehen mit Flug. Das hat mir übrigens, ich habe halt auch gegen Saphir gespielt das erste Mal, beziehungsweise das eine Mal. Und ja, ich hatte halt keine Flugeinheiten und der hatte nur Flugviecher und hat mich dann damit eiskalt weggeballert. Ich hatte ihn aber auch gut runter, er hatte glaube ich noch 5 Lebenspunkte oder so. Es war halt aber auch KI. So, was haben wir hier? Zwergenkrieger. Höhlenwächter. 04. Also reiner Defer. Gut, ob das jetzt so. Dann hier halt nochmal 2 und 3. Also. Ja, was haben wir hier noch? Kontrolliere, Spinne ausgewählt. Kannst eine Karte ziehen. Also auch nochmal Dwarf Power für Spinnen. Was mir heute auch aufgefallen ist, es gibt teilweise Karten, die haben nochmal eine Zusatzbedingung. Allerdings weiß ich nicht, ob das gewollt ist oder ob das reiner Zufall ist, aber die sind halt nur auf Englisch. Also hier: As an additional cost to places exhaust ready troop you control. Also als zusätzliche Kosten muss man dann halt eine breite Einheit, die man hat, haben. Beziehungsweise, ja. Also, das wird, die Karte werden wir wahrscheinlich später auch noch spielen. Da kann man das dann relativ gut sehen. Also, ja, hier Effekt halt zwei Karten tappen, beziehungsweise Einheiten. Und die können dann halt bis das nächste Mal nicht
bereit gemacht werden und sind damit halt weder zum Angriff noch zum Blocken geeignet. Und ja, die einzelnen Karten bzw. die einzelnen Typen haben halt ja ihre Vor- und Nachteile und müssen halt, also man muss halt wahrscheinlich wirklich in dem Spiel versunken sein, damit man die einzelnen Effekte auch wirklich gut nutzen kann. Und dann gibt es halt auch noch hier solche Sachen, wie wir das letzte Mal wahrscheinlich schon gesehen haben. Durch Ausrüstungsgegenstände kann man halt die Effekte seiner Helden, seiner Einheiten dann verändern. Hier zum Beispiel, denn die Kriegsmaschinisten verfügen über, wenn ein von dir kontrollierter Effekt ausgespielt wird, füge diese Karte in jeglicher Einheit deiner Wahl einen Schaden zu, ist dann der neue Effekt, wenn du Tüftlergewänder anhast, also hier zum Beispiel als Ausrüstungsgegenstände dann an deinem Helden angebracht hast oder deinem Champion, mit dem du dann spielst, und der Effekt vorher ist halt, wenn der Artefakt ausgespielt wird, fügt diese Karte jedem gegnerischen Champion einen Schaden zu. Also, und dann hat hier halt, wenn du das Ding anhast, kannst du halt Einheiten kaputt machen, beziehungsweise Schaden zufügen, die dann eventuell zerstört werden, beziehungsweise halt geschwächt werden auf jeden Fall. Und hier hast du halt nur Champions. Und somit kann man dann halt zusätzlich mit der Ausrüstung, die man seinem Champion anzieht, noch die ganzen Effekte seiner Karten verändern. Und das macht meiner Meinung nach das gesamte Spielsystem so unfassbar komplex am Ende, dass, ja, man zum Beispiel ein und dasselbe Deck haben kann und nur durch das Austauschen von Gegenständen kann man dann Effekte oder teilweise ganze Effektreihen von verschiedenen Karten ändern oder Stärken teilweise auch, habe ich gesehen, und damit dann halt nochmal seine gesamte Spielweise sozusagen ändern. Und das ist dann halt doch schon ein bisschen, da muss man halt dann sich schon richtig reinknien. Also es ist halt ein extrem strategisches Spiel, noch mehr als andere Trading Card Games, die ich halt so gesehen habe. Und hier hast du dann halt wie bei Hearthstone ähnlich halt auch nochmal Champion-Effekte, die wir halt auch gesehen haben. Und jeder Champion hat halt wirklich einen vollkommen anderen Effekt. Hier erschaffe einen Arbeitsroboter und bringe ihn ins Spiel. Arbeitsroboter, Defensive, kann nicht angreifen, hat 1-1, also zum Deffen da. Ja. Und da sieht man halt hier, es gibt halt extrem viele verschiedene Helden, die halt auch auf ihre verschiedenen Elemente dann beschränkt sind, beziehungsweise die Symbole erscheinen irgendwie die einzelne Zugehörigkeit, schätze ich jetzt mal, zu zeigen, oder vielleicht auch eine Ausrichtung, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, das müsste man dann halt gucken. Und da gibt es halt hier Blut, Diamant, Rubin, Smaragd, Wildnis, und dann, genau hier unten kommen sie, hier sind dann halt die ganzen, ja, ich sage mal, Doppelelemente. Zum Beispiel hier eine kontrollierte Wahl. Wenn diese Karte stirbt, erschaffe ein Phantom und bringe es ins Spiel. Also Phantom war ja auch fliegende Einheit mit 1-1. Kann halt auch ganz nützlich sein, besonders wenn man zum Beispiel weiß, dass man einen schwachen Deffer hat, der halt wirklich nur zum Deffen gedacht ist, mit 0-1 zum Beispiel. Und den belegt man halt damit und dann hat man nächste Runde nochmal einen Nutzen daraus gezogen. Und da gibt es halt hier wirklich dann verschiedene Kombinationen. Ich schätze mal, man kann später auch noch entweder neue Helden verdienen oder die irgendwie verändern vielleicht noch. Obwohl, verändern glaube ich eigentlich nicht. Vielleicht kann man sich noch neue Champions oder Helden oder wie auch immer man die nennen will, dazu verdienen. Um dann halt, keine Ahnung, irgendwie sein Spiel noch weiter aufzudröseln. So, wir müssen erstmal gucken. Ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt einfach mal eins. Ich könnte jetzt auch das Deck zeigen, was ich noch gemacht habe, aber da kam gerade ein LKW. Ja. Aber das ist jetzt halt nur mehr oder weniger so ein bisschen zusammengefuscht. Und weil ich dann nicht wusste, was ich noch später nehmen soll, ich kann es mal kurz hier zeigen. Weil ich halt hier dann später irgendwie nicht mehr wusste, was ich dann noch dazu nehmen soll, habe ich halt einfach jede Menge Splitter dazu genommen. Also 5 mehr als normal in den anderen Decks halt verwendet wird. Und ich wollte das halt darauf anlegen, auf das Stärken, also auf das richtige Pushen meiner eigenen Truppen, weil ich wollte halt auf solche Effekte hier gehen,
Wenn diese Karte ausgespielt wird, erhält eine von dir kontrollierte Einheit deiner Wahl plus 2 zum Beispiel. Also nochmal ein extremer Push. Wo waren die anderen? Inspiration, sobald eine von dir kontrollierte Einheit ausgespielt wird, den Kosten dieser Karte entspricht oder höher sind, erhält sie plus 1-1. Also für jeden Dreier oder höher halt, der würde dann halt automatisch 1-1 dazu kriegen. Und deswegen hab ich mich dann halt hauptsächlich auf Dreier, Vierer spezialisiert. Beziehungsweise, wo war denn der hier? War das, glaube ich, noch? Genau, Inspiration. Das heißt, wenn der auf dem Feld liegt, würde dann jeder dann zusätzlich nochmal eins Def dazu kriegen. Und also das würde heißen, jeder kriegt automatisch eins Def dazu und durch den hier dann zwangsläufig auch fast alle anderen plus 1-1 nochmal. Und dann noch die ganzen Schnellaktionen mit hier plus 2, mit hier plus 1. Was besonders bei solchen fliegenden Einheiten zum Beispiel richtig gut kommt und vor allem hier eine Einheit deiner Wahl erhält plus 1-1 und Flug. Kann man zum Beispiel dann auch nochmal beispielsweise sich auf den Büffel draufhauen, der nicht unbedingt schwach ist, und dann hat er halt standardmäßig mit, also mit der Aufrüstung 3, 4 und Flug, was dann halt doch schon extrem schwer zu blocken ist, und hier halt noch ein bisschen Warpower. Weiß ich halt nicht, wie gut das am Ende aussieht. Hier Inspiration nochmal: alles, was 3 hat und mehr, kriegt dann halt noch Flug dazu. Das bedeutet, wenn ich die beiden halt hätte, würde jede Kreatur dann halt plus 1-1 und Flug kriegen. Was dann halt doch schon extrem geil ist auf Dauer. Aber ob das dann halt wirklich so geil ist, müsste sich dann auch zeigen. Oder dann hier halt auch Verschiebung. Habe ich auch gesehen, gibt es andere Systeme, die halt auf Verschiebung gehen. Da kann man dann halt für einen Mana die Eigenschaft von dem hier, also der hat jetzt standhaft, das heißt, wenn er angreift, wird er nicht getappt. Das heißt, er kann dann halt angreifen und dann zusätzlich noch blocken. In der gegnerischen Runde. Dann kannst du halt ein Verschieben, das zum Beispiel dann auf ein stärkeres Monster dann rüberhauen, sodass der andere, also dass der seine Standhaftigkeit verliert und das andere dann Standhaftigkeit hat. Und es gibt halt auch Kreaturen, habe ich gesehen, wenn die durch Verschiebung betroffen sind, also gewählt werden, dann bekommen die halt irgendwie nochmal einen Bonus dazu. 1-1 war das, glaube ich, bei dem einen, den ich gesehen habe. Muss ich kurz gucken, ob ich ihn jetzt spontan finde. Sehe ich den? So spontan jetzt sehe ich ihn nicht. Aber wir können ja einfach mal in das Deck gucken. Ich habe da gespielt mit hier genau. Mit Nekromanten und also mit Blut und Diamant halt. Und war das der? Nein. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, welcher das war. Der hier war das, glaube ich. Genau, wenn sich Verschiebung auf diese Karte auswirkt, dann hätte die halt 1-1 dazu. Und damit hätte ich halt mit den anderen beiden, hätte ich den dann halt auf 4-3 bringen können. Lebensentzug und standhaft. Was dann halt doch schon extrem geil gewesen wäre. Hat aber nicht so wirklich funktioniert, deswegen ich würde jetzt einfach mal sagen, wir nehmen uns jetzt hier halt einfach mal ein Deck. Und dann fangen wir, ach, wir fangen einfach mal von oben an. Und ja, machen dann einfach mal Spielchen.